Und damit sei gegrüßt, mein lieben Zwerge, Gnomehobbits und Gnome, zu einem neuen Part. Summer in Mara, so heißt das Spiel. Nee, wir sitzen hier wieder auf dem Dach oben drauf. Und ich stelle fest, ja, das sieht immer mehr nach einem Mädchen aus. Und wir, ja, das, der Hauptcharakter ist ein Mädchen. Ja, habe ich auch, als ich den. Ich habe jetzt vor der Aufnahme dieses dritten Parts die ersten beiden Parts hochgeladen, geschnitten und ja, alles vorbereitet. Und da habe ich auch in der Beschreibung des Spiels gelesen. Ja, es ist ein Sieg. Was aber jetzt auch nicht so, was jetzt ist ja auch, ja, soll jetzt ja keine allzu große Rolle spielen, das ich meine. Pff. Von mir aus. Ich spiele beide Geschlechter. Ja, das ist jetzt nicht das Problem. Das ist, ja, ein Videospiel kann ich das akzeptieren. Das ist jetzt so divers bin ich, dass ich in Videospielen durchaus mal die Zeit stehe, vergeht aber schnell darum. Ist das die Uhrzeit? 9.30 Uhr, 9.31 Uhr, 9.32 Uhr, 9.33 Uhr? Das ist ja hier wirklich. Oder ist das die Spielzeit, die ich hier spiele? Das ist, glaube ich, dann auch wieder nicht. Gut, was ist jetzt los? Was müssen wir machen? Was ist unsere nächste Quest? Können wir das uns mal angucken, vielleicht? Inventar. Questlog. Core-Mission: Sammle ein paar Beeren. Ah, genau, das war's. Ich trinke ein Schlückchen. So, wilde Büsche, genau, das war der Plan. Ein paar Beeren sammeln und uns ein bisschen was zubereiten. Ja, da sehe ich auch schon Paare. Paare, da waren eh zu viel. Das E steht für nehmen. Ja. Stellen, schlagen. So ein paar Orangen nehmen wir uns auch noch mit. Schaden tut's nicht. Zu Beeren. Ja, entlang des Weges gar nicht schwer zu finden. Das reicht. Ich glaube, ich erinnere mich an das Rezept, das Jaja mir beigebracht hat. Ich muss nur diese Beeren zerdrücken und das war's. Du hast ein neues Rezept. Brombeersaft. Ich akzeptiere Brombeersaft. Aha, okay. Wir sammeln trotzdem noch ein bisschen. Können wir noch ein bisschen, oder? Ich meine, das reicht schon für unseren Brombeersaft, aber ich nehme trotzdem ein bisschen was. Die gammeln ja nicht, oder? Oder gammeln die im Inventar? Wenn ich jetzt hier noch ein paar mehr mitnehme. Verstehe man noch nicht, wie die Hühner im Hühnerstall gelernt haben zu fliegen. Hühner können fliegen? Schweben vielleicht ein bisschen. Ich bin so hungrig. Ja. Ist ein Verbrauchsgut. Okay. Ja, ich mach gleich immer den. Ich mach hier. Hier gleich gibt's Saft. Küche. Brombeersaft. Akzeptieren. Brombeersaft. Das schmeckt gut, aber ich habe in letzter Zeit nur Wildfrüchte gegessen. Ich sollte die Felder bepflanzen. Oder ein Nickerchen machen. Nein, Moment. Ich muss die Felder vorbereiten und bepflanzen und ernten. Uff, Arbeit ist anstrengend. Karottensamen. Du hast ein neues Rezept. Gegrillter Fisch. Bereite 2 Ackerfelder vor und bepflanze dann. Okay, wir wollten was essen. Können wir irgendwo was mampfen? Wir haben hier Verbrauchsgüter. Brombeere, Karotte, Brombeersaft. Trink. Oha, das ist unser Hungerdingens. Ich will mal hier nicht, dass wir hier nicht Schaden erhalten wie in Minecraft. So, sind wir wieder voll gefüllt. Unser Bauch ist schon voll gefüllt. Können wir wieder arbeiten gehen. So, vorbereiten. Das Feld bestellen. Ja.
Ja, ernten. Das ist leider immer noch die falsche Bezeichnung. Das hat sich innerhalb von den wenigen Stunden jetzt nichts dran geändert. Dass da immer noch Ernten statt Pflanzen steht. Ja, die falsche Übersetzung hat mich ziemlich verwirrt. Im zweiten Part. Ja, Übergang vom ersten auf den zweiten. Genau, das war's chronologisch. Ups, ich habe die Felder nicht gegossen. Quah, schäm dich. Ich sollte einen neuen Brunnen bauen. Einen neuen? Okay, der alte tut's nicht mehr, oder? Bräuchte dafür einen Hammer. Vielleicht kann ich mir mit der Axt Materialien aus dem alten kaputten Brunnen gewinnen. Ich erinnere mich nicht, wo ich den Hammer zuletzt hingelegt habe. Vielleicht kann ich einen neuen anfertigen. Du hast ein neues Rezept für ein Werkzeug, Metallhammer. Ich akzeptiere den Metallhammer. Nutzt die Axt, um den alten Brunnen zu zertrümmern und die Materialien für die Herstellung eines Hammers in die Werkstatt zu erhalten. Großartig. Okay. Zerstören. Mach kaputt. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Ja, vielleicht können wir jetzt Werkstatt, neue Brunnen. Werkzeuge. Metallhammer akzeptieren. Was haben wir jetzt aus dem Brunnen? Aus dem Material aus dem Brunnen haben wir einen Hammer gebaut oder was? Gut, mit dem Hammer kann ich Dinge bauen und Steine für neue Materialien zerstören. Zerstümmeln, ja genau, zertrümmern. Aber ich brauche noch etwas. Ah, jetzt weiß ich. Ein Eimer. Ich muss einen Eimer für den neuen Brunnen herstellen. Ich werde mehr Materialien sammeln. Eimer. Stelle einen Eimer in der Werkstatt her. Akzeptieren. Du hast ein neues Bauelement. Rustikaler Zaun. Du hast ein neues Bauelement. Hühnerstall. Du hast ein neues Rezept. Seil. Ja gut, das ist jetzt momentan noch ziemlich linear. Das heißt, wir haben jetzt hier noch ziemlich. Also. Ja, mach kaputt. Bringt Holz. Wird ja nachgepflanzt. Der Zaun, den wir hier zerstört haben, der wird ja auch nachgemacht. Also wir müssen Steine zerkloppen. Mit dem Hammer. Können wir den hier verkloppen? Ne, können wir nicht. Nur die kleinen hier auf dem Boden. Ich brauche einen besseren Hammer. Und du hast doch hier, das ist. Ist der dir nicht genug? Aber wie? Aber was? Aber. Ach so, damit kann ich rustikale Zäune bauen. Aha, okay. Versuchen wir es doch mal. Hier, rustikaler Zaun. Elfmal für die Experience. Rustikale Zaune bauen. Ja, nicht ganz. Stell mir einfach einen Weg. Warum nicht? Ich wollte es hier gerade mal so. Ich nehme ans Feld. Vielleicht so hier. Na komm, jetzt hier. Verdammt. Na komm, ja, ungefähr. Von einem freies Stück Land. Ja komm, da ist sicher hier ein bisschen leichter gesagt als getan. Oh. Sehr vorsichtig mit Hindernissen. Aber oh, nun platzieren, oder? Naja, steht ein bisschen ungerade, aber von mir aus. Das ist mein erstes Stück Zaun. Oh, einen besseren Hammer, das weiß ich, so ein besserer Hammer hier. Was ist doch, ich dachte, du kannst hier Stein mit zerbrechen, das ist doch hier. Echt jetzt. Questlog. Stelle dir einen Eimer aus, da wäre in Werkstatt. Ja, okay, ja gut, das habe ich jetzt ignoriert. Verzeiht. Ich habe nicht auf den Questlog geguckt. Eimer. Okay, da brauche ich Holz. Habe ich noch nicht genug. Ich brauche noch Holz.
Holzi, Holzi, Holz, da ein bisschen nachgewachsen. Über Nacht. Naja, nicht über Nacht, also das sieht schon ein bisschen älter aus. Sind vielleicht schon ein paar Jahre vergangen, wie es ausschaut. So, ich habe immer noch Probleme mit dem Menü öffnen. So, du Axt. Mach's alle. Ich mach den Baum alle. Stirb, Baum. Holz, Holz. Ich hau mein Holz, ich hau mein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Ja. Nee. Ist klar. So, Werkstatt, jetzt Eimer. Sehr gut, ich akzeptiere den Eimer. Ich akzeptiere dich, Eimer. Du bist ein respektvoller Eimer. Ananas mit Augen. Tomate mit Nadeln drin. Flaschenschiff. Controller. Hat jemand Videospieler? Ich sehe hier keinen Fernseher, auf dem man Videos spielen kann. Keine Konsole. Ich sehe nur einen Controller. Tja. Hydriert euch. Einen Brunnen zu bauen ist ganz einfach. Ein Loch im Bodenholz. Ich finde das gar nicht so einfach. Ich werde Holz von einigen Bäumen sammeln müssen. Mit dem Hammer kann ich die Steine in die Höhle zertrümmern. Ich bin wirklich geschickt. Eben konntest du es noch nicht. Du hast ein neues Bauelement. Brunnen. Brunnen akzeptieren. Ja. Können wir den jetzt bauen oder? Nö. Werkzeuge. Nochmal Blaubeersaft. Machen wir mal. Warum nicht? Lecker Fisch. Fehlt uns Fisch. Müssen wir noch was angeln für. Was haben wir denn im Inventar zum Verspeisen? Nur den Blausebärsaft. Uns geht's auch momentan gut. So wie ich das sehe. So, Questlog. Da muss man gerade nachgucken. Tadum. Tabatz. Benutzt den Hammer, um einen Brunnen neben dem gepflanzten Acker zu bauen. Okay. Nein, macht nicht kaputt. Hast du gerade aufgebaut? Ja, wie wär's damit hier den Hammer benutzen zum Bauen? Ein Brunnen. Da fehlt mir noch Holz. Acht Holz und 10 Stein brauche ich. Na dann, Stein kloppen. Ich brauche einen besseren Hammer. Das ist mal Holz holen oder was? Oder wie? Oder wo? Oder warum? Was? Wann? Aber wir müssten doch mit dem Hammer Stein kloppen können. Oder was ist hier los? Verstehe ich hier wieder was falsch? Es ist schon 18 Uhr. Wird der Tag schon zu Ende? Ein kurzer Tag, kurze Tage hier. Fast wie in Minecraft. Obwohl die Minecraft-Tage, die kommen einem wirklich ziemlich kurz vor. Da sind noch drastischer. Da gehst du mal 2 Meter und schon ist Nacht. Minecraft. Kurz mal 2 Meter aus dem Dorf raus. Zappenduster. Was hat da jemand? Moment, Sekunde. Hat jemand den. Das frische Schweinchen ist eines Tages weggeschwommen. Ich vermisse sie so sehr. Ach du Schande. Was sehe ich denn hier? Der Schweinestall ist kaputt, der Hühnerstall, das ist. Der Steg, das ist. Wir. Ja, hier. Hat sich ja einiges verändert. Ach du Schande. Und was mit unserer Ziehmutter passiert? Können wir das auch noch herausfinden? Wollen wir jetzt hier alleine oder was ist jetzt los? Der Steg sieht zumindest nicht mehr intakt aus. Ist jetzt hier mit satten 11 Jahren. Der Steg sieht nicht mehr benutzbar aus. Was denn hier passiert? Oh, schlagartig Nacht geworden. Na sicher. Das werden wir vielleicht noch erfahren hier, oder? Ach du Schande. Wo ist Jaja hingeblieben?
Wo steckt die? Bin ich jetzt hier ganz alleine mit... Ja, 11 Jahre ist die. Das sag ich auch in der... In der Videospielbeschreibung. Oder wie man auch immer das nennt. Gelesen. Ach nee, Brunnen muss ich mit der Mama craften. Gut, es wird Nacht. Sollte ich vielleicht schlafen gehen? Ich weiß das nicht. Hammer. Ja, Holz habe ich gerade gleich genug, aber ich kann auch gleich, ich brauche einen besseren Hammer, um abzubauen. Wo kriege ich einen besseren Hammer her? Gut, ich muss noch einen Baum fällen, bevor ich schlafen hier. 21:30 Uhr, ja gut, wir haben noch Zeit. Das ist ja, mit 11 Jahren sollte man vielleicht langsam mal ins Bett, aber gut. Ganz sachte hier, ja, im Urlaub. So, ja, Holz haben wir auf jeden Fall schon. Wieso, was habe ich jetzt hier mit meinem Ich weiß auch nicht, habe ich irgendwie, hab ich mir jetzt für dieses Lernen gewöhnt. Das wird jetzt ein Running Gag. So, können wir vielleicht irgendwie was kaufen oder so. Das ist Stein. Kann gewonnen werden, indem Felsen zertrümmert werden. Das Material kann zur Herstellung. Tja, wie kann ich das zertrümmern? Wie kann ich Felsen zertrümmern? Das ist mir noch nicht ganz klar. Irgendwie habe ich einen Hammer, aber irgendwie. Mir fehlt noch der Stein. Tja, ich gehe vielleicht erstmal schlafen. Das wird gleich gar nicht so übel. Schlafen. Gut, neuer Tag, neues Glück. Brunnen bauen, Stein hauen. Das gibt's ja nicht, das ist ja. Vielleicht geht's mit der Faust und ich kann mal. Ich brauche eine bessere Hacke. Ja, sicher. Naskratz. Nas juckt. Bauen, ernten. Vielleicht können wir einen Stein ernten. Zerbrechen. Ich brauche einen besseren Hammer. Besserer Hammer. Tja, können wir da vielleicht. Kein Rezept. Können wir den irgendwie mit Holz verstärken? Einen Stein haben wir ja nicht. Das ist. Tja. Übel. Sprach der Dübel. Und verschwand in der Wand. Wo ihn niemand mehr fand. Ja, also. Du hast doch einen Hammer. Was ist denn hier? Hast du von allen guten Geistern verloren? Stein. Stein. Ja, aber wo krieg ich einen besseren Hammer her? Oder ist das wieder ein Übersetzungsfehler? Tja, gut, Quest. Wir müssen den Hammer um einen Brunnen neben dem Pflanzenacker zu finden. Aber ich hab keinen Stein. Wo kriege ich Stein her? Wenn nicht mit dem Hammer. Verrat mir das eine. Stein, mir fehlt noch Stein. Ich brauche Stein. Wo kriege ich Stein her, wenn ich den nicht zerkloppen kann? Kann man den irgendwo aufsammeln? Kann ich den irgendwie. Ich weiß es nicht. Sind wir dann nur so in der Lage? Können wir Stein mit der Axt zerbrechen?
Ja, bauen, das ist auch gut. Metallnagel. Orangen. Tja, wenn das offensichtlich hier nicht geht. Hammer. Hammer das oder Hammer es nicht. Tja, ich kann vielleicht Eisen abbauen, können wir das vielleicht mit dem Hammer tun. Aber wozu ist der Hammer sonst nütze? Zertrümmern. Oh, da kriegen wir Stein. Ach, so sieht das aus oder was? Müssen wir hier extra in die Mine gehen, um Steine zu zerschlagen, oder? Ich werd verrückt. Stein. Natürlich. Die Steine, die auf dem Hof liegen, die sind zu fest. Die können wir nicht einfach so zerkloppen. Müssen wir extra in die Minen gehen. Ab in die Minen mit dir, kleines Mädchen. Das weicherer Stein, oder was? Okay, jetzt haben wir hier die Minen abgeräumt. Oh, die vier Juwelen sind weg. Die Kristalle. Tja, also. Na dann mal ein bisschen sprinten. Endspurt. Zurück. 15 Uhr schon. Er ist jetzt hier. Müssen wir auch mal hier. Zu Bord kommen, bevor es wieder Abend wird, damit wir heute mal was schaffen. So, Brunnen bauen. Ja, das ist so. Warum nicht? Können wir hier doch irgendwo ein hübsches Örtchen suchen? Na, nee. Den fand ich da schon ganz hübsch. Können wir hier an die Stelle bauen. Hier vielleicht so ein bisschen schräg daneben. Genau so. Machen wir's. Danke, lieber Berg. Danke, lieber Baum. Ich hoffe, euch gefällt der Brunnen, den ich angefertigt habe. Und nun gieße ich alles. Dieser Teil gefällt mir am besten. So, gieße mit dem Eimer. So, hier die Ackerfelder begießen. Das ist eine Menge von Arbeit, aber es lohnt sich. Ich frage mich, ob es noch andere Inseln gibt wie meine. Ich wünschte, ich könnte sie besuchen, aber die Quelle liefert gerade keinen Treibstoff. Und das Boot ist immer noch kaputt. Egal, ich gehe an den Strand und sammle ein paar Muscheln, die mir von der Welle Maras geschenkt wurden. Sammle 3 Muscheln am Strand. Ja gut, das mit 300 Quests, also... Ja gut... Das, ich dachte, das sprach eigentlich für das Spiel, so über 300 Quests, das fand ich eigentlich beeindruckend, aber wenn wir jetzt hier schon am Anfang hier schon für, wenn das die Quests sind, also wenn hier sammle 3 Muscheln, fertigen Brunnen, sammle Holz und so weiter, da kriegt man die 3, ja, ich meine, das ist auch schön, aber da kriegt man die 300 Quests schnell zusammen. Versteht er, wie ich es meine? Ich meine, 300 ist auch eine ganze Zahl, aber haben wir bestimmt auch schon 50. Hier. Versteht er, wie ich es meine? Bis wir hier von der ersten Insel runter sind, haben wir 50, 60. Eine Muschel. Oh, was ist denn da? Hier können wir angeln. Nein, ich habe keinen Köder, um hier zu fischen. Okay, müssen wir uns Köder benutzen. Köder besorgen. 18 Uhr schon. Ja, das wird hier wirklich... Die Zeit vergeht so schnell, wie man Spaß hat. Oh, Hammer raus. Jetzt wird geklöppelt hier. Hier gibt's Eisen. Das Spiel ist so chillig. Das ist wirklich ein Genuss. Ja, wenn es mal nicht Übersetzungsfehler gibt und man ist nicht große Verwirrung wegen Steinen gibt, die man nur hier
Bergkrank und Dynamin abbauen kann, dann ist das Spiel eigentlich ganz entspannt. Chillax. Wir haben jede Menge Steine gesammelt. Muscheln haben wir schon genügend, oder? Muss da noch ein paar sammeln. Cora ist erschöpft, sie muss sie ausruhen und wieder Kraft sammeln. Ach Quatsch. Jetzt wird hier weiter gesammelt. Zwei Muscheln haben wir erst dazu. Drei vom selben Typ muss ich finden, oder was? Ab mit in die Minen mit dir. Kleine. Und schlagartig wie eine Nacht. Das finde ich auch beeindruckend. Schlagartig wird's Nacht. Habe ich die Quest jetzt schon erfüllt oder wie? Ich habe doch Muscheln gesammelt. Wir haben drei Muscheln am Strand. Ach, diese Art von Muscheln muss ich sammeln. Aha, okay. Na, dann machen wir eine Nachtwanderung am Strand. Ich hoffe, wir werden hier nicht von Piraten versteckt. Gibt es dort auf der Insel noch Muscheln zu sammeln? Hier sah ich noch eine. Diese hier ist wunderschön, perfekt zum Dekorieren. Ja, ja, liebte sie immer. Liebte? Sag mir nicht. Uff, was für ein anstrengender Tag. Meine Möwen hatten mir wenigstens helfen können. Aber Möwen sind faul. Sag nicht, sag nicht. Der hat doch gerade die Vergangenheitsform benutzt. Sag mir, dass das ein Übersetzungsfehler war. Du bist tot. Was ist das dort am Strand? Was ist das dort am Strand? Vielleicht ein Schiff? Neue Quest, geh zum Strand und finde heraus, was es mit dem Händen nicht auf sich hat. Ein Händes nicht? Ich sehe doch keins. Okay, dann gehen wir mal. Oh, Karotten sind gewachsen. Ich weiß, ich habe jetzt gerade eine andere Quest, aber kann ich hier gerade mal Hacke. Ernten. Jetzt ist es ja richtig. Ich muss mit Hand ernten. Okay, geht gerade nicht. Ja gut, dann lassen wir sie noch ein bisschen wachsen und gehen mal zum Strand. Vielleicht erfahren wir dann mal, was hier mit dem Licht los ist und was mit Jaja passiert ist. Das ist doch. Was ist denn los? Was ist denn hier? Was schwimmt denn da im Wasser? Na, da ist doch. Das sieht doch interessant aus. Hallöchen. Was bist denn du? Oh, was für ein schönes Licht. Komm, Lichtlein, komm her zu mir. Hab keine Angst. Hast du dich verirrt? Kann ich dir helfen? Komm, sei nicht schüchtern. Es ist weg. Oha, wo ist es denn hin? Ich wette, Neo und Nao wissen was über das Licht, das ich letzte Nacht gesehen habe. Von da oben sehen sie alles. Allerdings sollte ich ihnen etwas zu essen bringen. Ich hoffe, einige Orangen reichen. Eine Request, bringe etwas zu essen. Als Opfergabe zu den Statuen von Neo und Nao. Okay. Auf geht's. Na dann, bringen wir unsere Opfergabe. Die Schweine sind weg. Die Tiere scheinbar auch. Die kann man nicht mehr schlachten und opfern. Vielleicht reichen ja die Orangen, die ich gesammelt habe. Fackel. Schön ordentlich hier anmachen. Wenn wir hier schon Opfergaben machen, können wir hier auch die Fackeln anzünden. Nicht reinrennen, Mädel. Ist doch hier. Nehmen. Oh, das ganze hier Büsch. Natürlich. Oh, Fackel. Anmachen. So muss das. Die Fackel anmachen. Das ist doch eine sexy Fackel. Na, sexy.
Was zum... So, die Statue. Hier können wir unsere Gaben reinlegen. Opfergabe. Ich brauche etwas, das ich als Opfergabe benutzen kann. Aha. Und die Orangen, die... Inventor-Orange. Zwei Orangen. Sind noch nicht genug, oder was? Fünf. Ja, das müssen wir, da müssen wir noch ein paar holen. Ja gut, hättest du doch sagen sollen, dass zwei nicht reichen. Hätte ich das denn gewusst? Da holen wir uns noch drei. Jetzt mal ein bisschen zackig. Die Götter warten nicht. Die warten nur ungerne. Und was auch immer das ist. Wenn es eine Opfergabe ist, dann gehe ich schon irgendwie von mindestens Heiligen aus oder irgend sowas in der Art. Das werden schon mindestens Heilige sein, wenn denen was geopfert wird. Wenn nicht Götter. Ah, hier ist noch eine. Da müssten wir jetzt vier haben. Gut, Orange, Orange, Orange. Hat einer von den Bäumen noch Orangen? Orange. Ihr gottlosen Bäume. Orange. So. Auf geht's. Die Fackeln zünde ich nicht nochmal an. Das war jetzt hier. Da sind sie mir zu schnell ausgegangen. Die brennen ja noch. So, hops. Hinauf. Und jetzt sagen wir. Perfekt. Ich hoffe, ihr mögt sie. Ihr seid nicht sehr gesprächig, oder? Now. Ich mache mir Sorgen. Ich habe ihn nicht mitten auf den See gesehen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber vielleicht ist es nichts Gutes. Ich hoffe, ihr haltet von hier oben Wache. Wenn ihr etwas seht, dann wisst ihr, was zu tun ist. Aber jetzt sollte ich das Feuer machen. Es wurde schon lange nicht mehr angezündet. Zünde das Feuer für Nio und Nao. Okay, die Fackeln haben wir ja angezündet. Das müsste ja kein Problem sein. Haben wir noch eine Fackel im Inventar? Fackel. Sehr gut. Dann zünden wir mal das Feuer. Fertig. Bestimmt könnt ihr jetzt alles besser erkennen. Es ist lang her, dass ich die Flammen angezündet habe. Du hast das ein neues Bohrende mit Feuer. Feuer akzeptiert.